Ja, Da so, jetzt habe ich so ein Teil, jetzt versuche ich die mal miteinander zu verbinden. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Tech Town mit dem Player Cleo Jo. und dem Dalu Karl. Guten Tag, Kunga. Ja, ich muss sagen, ich war gerade ein bisschen unverschämt. Ich habe voll vergessen. Ich habe das hier gerade offscreen gemacht. Also hier die Bäume angebaut und mein Aluminium unten in den Ofen getan. Ey, das kenne ich, aber also es ist wirklich fast jedes Mal so. Wenn man die Folge beendet und man ist gerade bei irgendwas dabei, okay, dann spielt man einfach weiter. Ich weiß auch nicht, was Ja, das war aber jetzt auch nicht meine Absicht. Naja, whatever. War jetzt nicht unglaublich viel. Solange man nicht irgendwie irgendwelche riesen Dinger baut, offscreen oder so, ist ja alles, denke ich mal, Ja, nicht ich bin hier so gerade nur eingesehen Eisen am vom Verdoppeln, Doppeln. dies, das. Ja. So, wo muss ich denn überhaupt hingehen? Ach da, ich glaube, ich sehe das In schon da meinem oben. Haus vorbei und Das dann, dann siehst, da wirst du schon hoch zum sehen. Hügel. Ja. Irgendwie da oben, genau. Ah, Musst okay. dir halt nur versuchen, merken, wie viel Eisen du dir reingetan hast und dann das Doppelte an Ingots kannst du machen, also wenn du mich nicht beklauen wollen würdest. Nein. Niemals. So. Ach, hast du dein ganzes Zeug noch in dem, in der Schmelze drin? Also Ja, kannst du ja das nicht geht, rausholen kann man ja alles. nicht rausholen alles. Wieso mit dem Eimer? Also nicht mit dem normalen Eimer, sondern mit so einem Gussbecken? Ja, doch, theoretisch schon, Das musst du aber. immer gießen, ja. Du Pass musst auf, immer komm die mit. Barren gießen. Le Focke. Hier Wo ist bist meine du? Smeltery, hier in meinem unten Bereich hier. Da lebt es. Im Keller. Ich habe hier noch ein Sealed Brick, ne, ein Dingens drin, Brass aber. Und hier, guck, hier kannst du. Die Form hast du hier schon mal, ne? Ja, genau. Aber hast du noch irgendwo noch das Becken, was ich gießen kann? Für Also jetzt müssen wir Blöcke. noch die... Na, diese Wanne. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Für was denn zum Gießen? Für Ja, Ingots oder was? damit ich die Iron Blocks gießen kann. Ah, Ja, die die Iron Blocks, Blocks. dann brauchst Da du brauchst einfach du... nur... Moment. Links, unten, rechts. At Tinkers. Da ist es. Casting Basin. Das ist Genau. auch easy, warte. Das meine ich ja, da kannst du das ja mal reingießen, auch wenn du Ja. überflüssig hast oder so, dann... Genau, und dann machst du einfach die ganzen Blocks und die kannst du danach wieder zu Ingots einfach Ja, craften. das Das ist stimmt ja ganz wohl. easy. Es kostet dann aber auch weniger, ne, so ein Ding ins zu gießen, oder? Was ja, Wie? natürlich. Du machst halt nur direkt in Blockform. Also man spart sich damit auch was, ne? So, wir brauchen jetzt aber nur Ja. dieses Gießteil hier, dieses Smeltery Drain. Ich mach die Smeltery Drain mal. Das ist ja alles easy. Okay, warte, ich bin jetzt gleich wieder da. Das ist Okay, so kein Ding. easy. Es Jo, ist jo, nicht mit jo. gerechnet. Und zack, Ja, zack, zack. aber Ein so ein Ding werde ich mir früher oder Monster-Spawner. später auch nochmal herstellen, also. Oh, jawohl. Was soll Monster. das eigentlich werden, also bei dir, Dalokat? Was soll das für ein Haus werden? Einfach nur erstmal, dass ich alle meine Sachen, die ich habe, irgendwo lagern kann. Das ist Na. einfach erstmal nur dafür da. Und dann schaue ich, was ich daraus dann oder wo ich als erstes drauf gehe. Wie gesagt, ich wollte auch irgendwie auch eine Schmelze machen, weil ich sonst halt die anderen Sachen ja auch noch gar nicht kenne. Sagen wir es mal Ja, so. ja. Und muss ich mir erstmal hier in Ruhe was anschauen. Aber ich habe gerade zwei richtig geile Kisten gefunden, wo nur Sachen drin sind, die ich noch nie gesehen habe. So ein rotes Buch, so ein rotes Stencil oder so heißt das. Division Hier, Sigil. Leo, du kannst dich bedienen. Ein Ich hab da jetzt so, Stencil so ist einen auch Blockgießer. drin. Ist es so ein rotes Ding? So ein rotes Ich Buch habe oder was sowas? Rotes, ja. Dann habe ich noch ein Logic Matrix Programmer found in Dungeons Ah, irgendwann. Matrix Programmer, das. Ah, der Regen da, Lukas, hat man doch schon mal das Problem. Und Steel Klamotten, also Steel Breastplate Video und Steel Settings, wo Leggings. kann ich das Wetter ausschalten? Das geht nicht, aber weißt du, was es gibt? Es gibt einen Muffler. Also so ein Sound-Dings, wo es runtertönt. Ach du Scheiße, Nee, weißt du ich was? meine Ja. von da Weather Off. Das kann man dann irgendwie bei Ach so, ja, bei deinen Grafikeinstellungen machen, Genau. glaube ich. Ey, du, jetzt habe ich Details. ausgesehen, aber erstmal, jetzt ist erst Iron, na gut, egal, machen Clouds wir so. off. Dann kann ich Oder? glaube ich nur Rain und Snow off. Scheiße, ich habe das hier noch nicht ganz So. richtig Jetzt habe ich hingekriegt. wenigstens ein bisschen besser. So, hier, okay, jetzt brauche ich eine Apiary rein, theoretisch. Aber ich lasse erstmal mein Bienenhaus so arbeiten. Ich hoffe, das klappt. Du kannst auch mit Blut. Ist das zu wenig? Ja, nee, warte, ich habe einen brutalen Fehler gemacht. Ich habe das hier nicht richtig ausgewählt, Haha, du warte. hast meine Aluminium-Brass da Ja, ich reingegossen, habe ne? einen Block von dem. Warte mal, wo kann ich denn das hinlegen? Soll ich das einfach so mal Ich zuwerfen? weiß gar nicht, Warte. wie man das jetzt da rausholt.
Ja, du musst warten, bis es voll ist. Ich glaube, jetzt ist voll kacke. Warte mal, ich versuche das gerade umzustellen, damit das mir noch... Wir brauchen mehr Aluminium Brass, oder? Haben wir noch Aluminium, ja. Wir brauchen noch mehr Copper und mehr... Du musst das Dingens nach unten tun, immer. Oder warte, ich pack Gold rein, dann kommt noch mehr von dem... fast voll. Warte, ich habe noch ein bisschen Gold reingepackt, dann fließt's gleich. Dann geht das auch mit, kann man das mit Gold vermischen, Aluminium Brass? Ja, ich glaube, das wird aber auch mit Gold hergestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht. Nee, Aluminium Brass wird mit Copper und Aber diese Formen kann man doch aber auch aus Gold machen. Hier Aluminium und Copper brauchst du. Aluminium und Copper. Aber du kannst auch so Gold machen. Warte mal, jetzt nehme ich das noch schnell raus, bevor es geschmolzen ist. So. Ich hier mal auf jeden Fall ein bisschen Licht. Was sagst du, Aluminium und Copper? Ja, damit kriegst du das. Ey, cool, ich habe noch ein bisschen Aluminium und Copper. Dann baue ich das, schmeiß das einfach bei dir mit rein. So, meine Bienen arbeiten, das ist gut. Dann versuche ich jetzt schon mal einen Pulverizer. Obwohl, Moment mal, ich glaube, nee, das wird gar nicht klappen. Pulverizer, komm, mach das jetzt mal. Piss. Ist gerade voll deprimiert. Ich brauche Redstone. In Minecraft regnet's und bei mir selbst wirklich regnet's auch noch, ey. Lass vielleicht mal jetzt. So, jetzt wünsche ich mir mal den Bienenstock. Kann man den einfach anklicken? Kann man dann reingucken? Guck mal, du kannst. Nee, ich habe den auf Private gestellt, glaube ich. Ich kann's gar nicht reingucken. Aber warte, komm mal her. Mach mal Rechtsklick drauf. Jetzt, ja, okay. Ich da, oben, die Königin. Da oben ist jetzt die Forest Queen. Du brauchst aber hauptsächlich eine Princess und eine Drohne. Die machen dann ein bisschen, lachen ein bisschen miteinander und dann wird die zu einer Queen. Und dann links siehst du diese Lebensdauer und wenn das vorbei ist, dann kriegst du einen Honigstock und noch eine zweite Drohne geschenkt, also dass du die sozusagen fortgepflanzt hast. Und du kannst Princesses und Drohnen miteinander kreuzen. Das heißt, du holst zum Beispiel eine Forest-Drohne und eine Tropical Queen, Princess. Da kriegst du so ein Mischling raus, keine Ahnung. Ich muss da selber nochmal richtig reinkommen. Humidity. Also ich habe gerade eine Princess, eine Rocky Princess. Kann ich damit irgendwann anfangen? Rocky Princess habe ich auch. Ja, wenn du eine Drohne noch hast, dann kannst du ja auch so ein Bienenhaus machen. Aber das Bienenhaus ist doch voll schwer herzustellen, oder? Nee, das Bienenhaus nicht, aber das Apiary ist kompliziert. Ist das aber, das ist wirklich nur, ja genau, das Apiary, das dachte ich, das war mal so schwierig. Hast aber du Redstone? Ja, ich habe ganz viel dabei. Echt? Dabei sogar? Ja, ja. Drei Stacks, was willst du? Ja, kannst du mir ein bisschen geben, das wäre cool. Ja, in deine Kiste da. Und Gold. Auch, ne? Ein Barren nur, wäre echt gesucht. Ich habe ich habe zwei Goldohr, ich gebe dir mal ein oder zwei, oder ich packe sie gleich. Obwohl, ich muss selber farmen gehen, ich brauche total viel. Ich brauche mehr Gold. Nee, deswegen ist ja nirgendwo okay. Kohle drin. Nee, ich bin ein armer Mann. Warte, ich gebe dir die zwei Gold, die kannst du haben. Die packe ich dir hier in den Ofen mit ein paar Kohle. Deswegen versuche ich hier bisschen Bäume anzubauen. Mach schon ein bisschen Holzkohle. Molten Ingot, Molten Aluminium, Molten Copper, Molten Aluminium Brass. Da will ich hin. So, da unten hin. So, jetzt bitte. Fließ voll. Wieso auf welcher Höhe voll? Seid ihr gerade? 92. Aber das ist auf dem Berg. Ja, 98 bin ich. Oh Scheiße. Mann, meine Schilder läuft unter der Erde verloren. Guck mal, weißt du, warum das nicht funktioniert? Warum? Das wollte ich dich fragen. Ich weiß nicht. Was ist denn? Was funktioniert denn nicht? Naja, wenn man jetzt hier auf dem Controller, da stellt man doch immer diesen Strich runter auf. Da jetzt ist unten, pass auf, jetzt gehst du hier und drückst Rechtsklick da drauf. So, jetzt gießt du die Smolten Aluminium Brass. Macht er aber nicht. Gießt aber er bei dir nicht. Was drin. Ja, was macht er da? Das geht irgendwie hoch und runter bei dir auch? Was? Hat das jetzt alles aufgebraucht, das ganze Molten Aluminium Brass? Ich habe einen ganzen Block, das ist deiner. Den habe ich aus Versehen gegossen, aber ich wollte jetzt noch einen zweiten gießen, damit ich die Wanne frei. Wo ist der Block denn? Der ist bei mir hier, warte. Ach, du willst ihn wieder reinschmelzen? Den Aluminium Brass? Ja, pass Block. Auf, da ist er. Komm her, da liegt er. Ja, so. Den brauche ich nämlich eigentlich. Den braucht man nur, um diese ganzen Formen zu gießen und sowas. Genau. So, jetzt haben wir aber dummerweise hier weitergemacht. Ich wollte halt einfach nur... Ach komm, ich baue das ab, ich baue das einfach ab. Dann geht das zwar weg, aber ist egal. Okay. So. Gut, jetzt müssen wir aber Iron herstellen. Das musst du, die Smolten Iron, nach ganz unten machen, ist... So, und jetzt rechtsklicken. So. Ah, geil. Na gut, dann packe ich mal mein anderes Zeug noch rein. Ja, du musst... Die Frage ist halt nur, da waren 16 Molten Iron drin. Der braucht für einen Block... Braucht der... Brauchst du noch mehr Lava? Wie viel waren da drin? Vielleicht mal Lava holen. Wie viel waren da drin, habe ich gesagt? 16, ne? Ja, hast du gerade gesagt. Da hier, Block of Iron. Juhu! Hier. Ich verzweifle.
Ah, das müssen wir dann auch automatisieren, Lava. Du. Ja, beim Polarizer und so. Ja. Better. Aber man kann selbst die Smeltery automatisieren, habe ich vorhin gesehen im Video. Also. Ja, aber das, ich glaube, es ist viel einfacher, wirklich einfach nur einen Polarizer und Redstone Furnace zu haben. Ja, denke ich eigentlich auch. Ein bisschen zu chillen. So, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Das mache ich als nächstes. Was ich auf jeden Fall mache, ist so ein Stencil Table brauche ich auf jeden Fall. Ah ja, na klar, die brauchst du alle. Gieße ich mir mal, warte mal, wenn ich diese jetzt hier... Axt. Diese eine Axt, womit man Holz baue ich. Oder geht das auch mit? Mache ich gleich nochmal. Ich habe 16. Jetzt habe ich 32 Eisenbahnen, wenn das geschmolzen ist, habe ich da reingepackt. Ingots sind nur 32, 9, 27. Na gut, dann mache ich mir drei Barren. Oder drei Blöcke halt. Und den Rest kannst du haben. Alles klar, vielen Dank. Kein Ding. Hä, warum geht das nicht? Broad Axe, Material kostet 8. So. Hä? Nee, ich bin mir gerade am schönen am Craften. Pass auf, da kannst du noch ein bisschen zugucken. Da kannst du nämlich auch so eine Axt machen, die ist cool. Guck, jetzt gehen wir nämlich hier hin. Ich bin frei. Ja, den Kopf machst du jetzt aus was? Aus Eisen? Naja, wir brauchen jetzt Aluminium Brass. Oder Gold. Haben wir Gold hier drinne? Da, Aluminium Brass. Okay, ist schon. Nee, gut. Aber Aluminium Brass ist noch ganz viel drin, glaube ich. So, jetzt kriegen wir nämlich diese Form. Genau, das Casing. Oder Casting. So, jetzt machen wir das weg. Jetzt können wir uns nämlich hier. Kann hier Molten Stone machen, ne? Worauf ich das gießen will? Aus was? Also welches Material willst du nutzen? Was sollen wir denn machen? Eisen? Machen wir erstmal Eisen, oder? Machen wir erstmal Eisen. Machen wir Rechtsklick. Jetzt müssten wir da ein cooles Teil rauskriegen. Obwohl, kann man zweimal machen. Eins für dich, eins für mich. Ja. Und wir brauchen noch so ein Binding-Tool, ne? Ja. Boah, der braucht echt viel Eisen davon. Echt? Ich dachte nur ein Ingot. Wie viel braucht er denn der? Alter, ich glaube, der hat nicht genug. Krass. Nee, der hat nicht genug bekommen. Echt? Alter, krass. Fuck. Warte, ich gehe mal schon mal die nächsten Teile. Ja, hat jemand den Sound auf Boxen? Weil ich höre mich immer doppelt. Also, wenn ich laut spreche. Eigentlich nicht. Ich habe in ihr Kopfhörer. Ich hab eh Push to Talk, du dürftest mit dich wenn nur hören, wenn ich auch rede. Ja. Na gut, egal, whatever. Dann liegt's wahrscheinlich an mir. Ich hab das nämlich auch manchmal bei Kunga. Okay, dann liegt's an mir, ich bin so ein böser Bube. Kann mir einer kurz mal einen Rekord sagen, wo ihr gerade seid, weil ich bin zwar draußen, aber wir sind beide bei Kunga. Ach so, cool. Ja, ich bin draußen und ich weiß nicht wo. 444 X und Z 162. 444? Oh Gott, wo bin ich denn? Anscheinend sehr weit weg. So, jetzt sollen wir das blöde Eisen hier schmelzen. Das dauert ja ewig. Was war Z, Entschuldigung? Z war 166. Nee. Wo bist du denn? Wo bin ich denn rausgekommen? Bin ich ja ganz woanders rausgekommen. Kunga, weißt du, wie man das irgendwie beschleunigen kann, dass die Smeltery schneller schmilzt? Schmelzt? Nee. Vielleicht mehr Lava rein, keine Ahnung. Ah, die Lava ist alle, deswegen geht's nicht. Warte, ich was haben wir denn als Ich weiß, wo Lava gibt. Lava. Wo Lava ist. Wo Lava wie? Weißt du auch, wo Lava ist? Nein, aber ich mach mir schnell einen Eimer und dann komme ich mit. Gut. Warte, ich mach mir zwei Eimer. Ich habe Honig, komm. Was kann ich damit machen? Damit kannst du dir ein Bienenhaus machen. Und später kriegst du mehr davon, dann kannst du es noch zentrifugieren. Und dann kriegst du da halt die guten Sachen raus. So, okay, ich komm mit und hol Lava. Auf jeden Fall müssen wir hier runter. Da ist der Dalukat, ganz motiviert mit Eisenrüstung. Hey! Hallo! Servus, du bist wieder zurück, das ist geil. So. Fuck! So. Knochen sind besser als Gunpowder. Hört's auf zu regnen? Nee. Nein. Weil bei Regen können meine Bienen nicht weiterarbeiten, das ist kacke. Kannst du die unterdachen? Funktioniert's dann? Die brauchen als obersten Block immer Glas oder Luft, aber die brauchen halt auch bestimmtes Wetter. Die brauchen auch bestimmte Biome und sowas. Deswegen musst du gucken, was du für Bienen hast. What the heck? Was ist reingefallen? So, ist eine Steel-Chest wohl besser als Eisen? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht passt da mehr rein? Nee, oder? Ja, in irgendeiner davon passt auf jeden Fall mehr rein. Na, die Iron Chest, klar, aber... Da passt viel rein. Nee, Chestplate, ich meine einfach nur eine Brustplatte. Stahl ist auf jeden Fall besser als Eisen. Der Steel, ja, sicherlich. Sorry. Nur bei der Hose tut sich nix. Ein schöner Aufstieg hier.
Habt ihr mir schon mein Eisen stibitzt? Nee, schon nicht. So, jetzt müsst ihr es weiterarbeiten. Ja, ich packe auch noch zwei einmal rein, dann dürft es erstmal laufen. Und dann werde ich mir auf jeden Fall in der nächsten Folge anfangen, mal mir noch eine eigene zu bauen. Und dann baue ich mir gleich eine Ruhe. Ich habe Blut in meinem Dingens drin, weil ich da reingelaufen bin. Damit können wir uns dieses Endstone machen. Ja, ich weiß, das ist richtig geil. Du musst doch Mobs und sowas kannst du da reinschubsen und dann verrecken lassen oder Dorfbewohner, dann kriegst du Blut. Ja, dann kriegst du Emerald. Ey, und Pferde, du kannst Pferde reinschubsen und dann kriegst du auch irgendwas. Ich glaube, da kriegt man Kleber. Also Blut. Echt? Ja, ja. Da, so, jetzt habe ich so ein Teil, jetzt versuche ich die mal miteinander zu verbinden. Mit was für einem Stab? Stein? Ein normales Stick mit Wooden Binding und sowas, wenn das geht. Ich brauche aber ein Dingens, anderen Warum Tisch. Warum nimmst du da nicht ein Steindings? Ein Steingriff? Ah, ich weiß nicht, ob der schneller ist oder so. Aber musst du mal ausprobieren, am besten machst du beides. Wie heißt das? Toolstation. Ja, genau. Geringste. Also ich gieße mir jetzt auch mal noch ein, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe auch. Der braucht auf jeden Fall 8 Stück, glaube ich. Boah, das ist echt krank. Also der hat 8 Holz gebraucht. Wie, 8 Holz? Ja, um das herzustellen. Hat mich 8 Holz gekostet, diese Form. Das ist okay. Ja nix. So, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall den Kopf. Iron Broad Axe. Ah, ich brauche, glaube ich, eine ganz andere Toolstation. Und zwar... Moment, ich probiere es mal trotzdem so. Okay, es hat du schon hast mal nicht mehrere geklappt. Tische für die Tinkers, dann 4 Stück. Hier, die Tool Forge. Boah, du, Alter, was? Nee, die Toolstation ist schon richtig, oder? Nee, aber mit da kann man nicht diese eine Axt machen, doch, die ich hier machen will. Du musst die Axt auswählen, warte. Nein, es gibt, du kannst den ersten Tisch, den du baust, da kannst du nur die normalen Materialien machen. Und ja, dann musst du die verbesserte Version wir von dem Tisch. Wir brauchen Block of Iron, 4 Stück. Nein, Alter. Quatsch, die ist nicht teuer. Da musst du einfach nur 4 Eisenbarren sind das. Nein, 4 naja. Eisenblöcke. Eisenblöcke sind das. Ja, der nix. Und dann war noch irgendwas. Oben drauf musst du noch dieser Kombi. Ja, die hab ich noch, ja. Die Seared Bricks ja. Hab ich noch. Na egal, dann nehme ich mir aber das mit und mach das irgendwann fertig. Jetzt da ist noch Eisen drin gelassen bei mir, ne? Ja, stimmt, ich habe noch Eisen reingeschmissen. Man kann aber auch mit Aluminium diesen Tisch machen, meine ich. Naja. Warte mal, wie lange brauchen das noch, das Eisen? Oder kann ich, wie viel ist denn da jetzt noch drin, wie viel Eisen? 7 Ingots, na gut, dann muss ich noch warten. Dann mache ich mir noch einen Barren oder einen Block oder wie das so eine Pattern-Chest. Boah, das ist so langsam, das ist Wahnsinn. Sieht jemand irgendwo ein Schaf? Ich brauche noch ein bisschen Wolle für im Dschungel nebenan sind Schafe. Ah, da, ich sehe es. Hatte ich nicht eine Schere mit? Scheiße, ich habe keine Schere. Kann ich mir eine Schere ausleihen? Ich habe vorhin gesehen, dass du eine in der Hand hast. Ja. Töte es einfach, gibt auch Wolle. Da. Nee, so bin ich nicht. Ich bin doch ganz lieber. Viel S. Saul. Zack. Jawohl, jetzt habe ich eine Drohne, eine Prinzessin und Honig. Das ist jetzt gut. Das ist eigentlich echt gut. Kann ich ja auch mal damit anfangen. Das ist nämlich Neuland. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich muss das unbedingt machen. Na gut. Das ist aber geil. Mensch, da kennt sich immer wieder irgendjemand anderes mit irgendwas anderem aus. Also, wenn man da so ein bisschen querfeldein sich mit Leuten irgendwie zusammensetzt, dann hat jeder von irgendwas Ahnung und zum Schluss lernt man was dabei. Ja. Und das ist immer ganz praktisch. Das stimmt. So. Leider regnet es immer nur bei uns. Ja, das ist richtig scheiße. Ja, das ist echt total ätzend. Aber es gibt für die Sounds, ich habe bei mir immer noch die Sounds komplett ausgestellt, ey. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte ganz so... Music off. Tool Forge, das ist echt kacke, dass sie so mega teuer ist. Wo ich habe 8 Iron Ingots, die kann ich mal rein theoretisch einschmelzen. Was tun wir jetzt mit deinem Eisen, Leo? Ja, warte, ich komm gleich. Wir haben 25 Ingots. Willst du einen Block fertig machen? Ich würde gerne 4 fertig machen. Wie viele Ingots hast du? Ich habe gerade 8 Ingots reingetan. Ja, 8 Stück. 8 was? 8 Iron Ingots? Ja, Iron Ingots. Warum? Ja, weil ich würde die gerne zurückschmelzen und es halt sammeln. Ich will ja Blöcke machen. Ja. Für die Tool Forge. Ich hab 9 Ores reingepackt. Ja, die sind schon alle also fertig. Achso. Und da hast du schon Block draus gemacht? Nee, noch nicht. Soll ich machen? Ja, das wäre nett. Dann nehme ich den mit und dann gehe ich wieder zu meiner Bude. Wir müssen uns irgendwann mal, ich weiß gar nicht. Ah nee, ich glaube, wir haben wieder Mistcraft, aber ich weiß nicht, ob man wieder diese Teleporting-Türen machen kann.
Die Fahrstühle? Nee, das sind richtig Türen, da gehst du einfach... Ah, da ist schon in meinem Blog gesehen. Dankeschön. Kein Ding. Nee, da kannst du einfach, du verlinkst das irgendwie zwei Türen und dann sind die halt so verzaubert etc. Ach so, ja, das ist echt und geil. Und dann kannst du halt da immer ratzfatz von einem Punkt zum anderen gehen, weil wir ja doch ein bisschen verstreut sind und alle so lauffaul sind. Also, ich vor allem. Deswegen. Boah, hier ist ein mega Barbo-Baum gewachsen. Ich hasse solche Bäume. Ich finde das total... Ich finde, seitdem die das hinzugefügt haben, kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn immer ja, diese Bäume mit diesen ganzen Ästen, weil man die so schlecht fällen kann. Ja, und vor allem, wenn manche noch die Blätter auf fancy haben, dann sieht man die ja gar nicht. Ja. Dann ist eh Katastrophe. Ich habe etwas gefunden. Ist das eine Ölquelle? Nee, was? Doch, das ist eine Ölquelle. Geil, wo denn? Weit weg von uns? Unterirdisch aber, ne? Nee. Nicht? Also, ist das eigentlich, Öl? Ist das also ein schwarzer Turm? Richtig. Ja, genau. Genau, das ist Öl. Das ist eine richtig gute Ölquelle. Da ist unten ein riesengroßer Raum voller Öl. Also ein richtig wie so eine Kugel, ganz weit unten. Ja, das ist echt geil. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten wieder. Boah, die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Wieder in der Wüste aufhören. Das ist hammerhart, ne? Wie die Zeit doch vergeht bei Tech Town. So. Normal ist das nicht. Gut, dann muss ich auch wieder verabschieden. Stimmt, dann muss ich auch wieder verabschieden. Ja, meine Freunde. Hiermit verabschiede ich mich von der fünften Folge da, Lukas, ne? Bei uns. Ja, bei mir auch. Bei dir auch, alles klar. Dann war es das mit der fünften Folge von Techdown, meine Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, Sinn. Ciao. Macht's gut.